Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich Kentucky. Kentucky Owl. Light nenne ich das. The Wise Mint. Straight Bourbon Whiskey. 45,4%. Whiskey Base Nummer 198906. Und ich habe mir ein 5cl Sample gekauft hier beim Marcel. Nochmal vielen Dank dafür. So. Kentucky Owl. Ja, Geschichte. Was wir haben, ist natürlich eine Brennerei, der 1879 gegründet wurde von Charles Mortimer Diedman. Und er hat gearbeitet mit seiner Brennerei bis 1916, dann kam Prohibition. Die haben dann da ungefähr 1 Million Liter von Kentucky Owl beschlagnahmt, so heißt es richtig. Und dann war es so, dass alles gelagert wurde in einem Gebäude. Und dann ging diese Gebäude in Flammen auf. Allerdings in weniger als 3 Stunden war das ganze Gebäude abgebrannt, obwohl angeblich 1 Million Liter hochprozentige Bourbon drin lagerte. Nein, die Gangster hatten schon alles weggeschickt und haben dann ihre Spuren verwischt mit einem Lagerbrand. Naja, gut. So, wir haben jetzt hier der Groß, der Urenkelsohn, das ist jetzt hier Dixon Diedman, hat angefangen damals 2017 eine eigene Marke auf den Markt zu schmeißen, namens Kentucky Owl, nach seinem Ururgroßvater. Und er hat damals geblendet und einfach mal tolle Sachen kreiert. Ein Preis, der sehr, sehr hoch war. So, dann haben wir einfach mal 2019, wenn ich das richtig jetzt hier habe, kam dann dort tatsächlich Stoli und hat dann die Marke Kentucky Owl aufgekauft. Und ja, was soll man sagen? Denn Dixon ging woanders hin und versuchte seine Geschichte woanders zu umzusetzen. Allerdings, es waren schon Verträge, die schon in umgesetzt wurde, und es wurde mit Bardstown Bourbon Company, so sehen die Flaschen da aus, ein Vertrag schon geschlossen für Bourbon und Rye. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben tatsächlich eine billig Bourbon, $60 in den Vereinigten Staaten. In Deutschland kriegt man diese Flasche für zwischen 55 und 59 Euro. Also, ich finde den Preis verglichen mit Amerika human bis hin zu überraschend gut. Und was wir haben, ist ein 4 Jahre alte Kentucky Straight Bourbon von Bardstown. Wir haben 5,5 Jahre alte Whisky von meiner nicht benannten Brennerei und 8,5 Jahre alte Bourbon von meiner nicht benannten Brennerei da drin. Kam in den USA auf den Markt September 2021, ist nun in Deutschland wenige Monate. Also ich würde sagen, das erste Mal haben wir in unserem Bourbon-Podcast Bourbon News Deutschland, ich glaube, dann im Juni darüber berichtet. So, nachdem Dixon Diedman wegging, kam dann der Four Roses, der Ex-Four Roses Chief Operating Officer und Kentucky Bourbon Hall of Famer, John Rea, und hat diese Master Blending Pflichten übernommen. So, 2017 hat Stoli damals schon die Firma gekauft, genau 2017. Und seit 2014 gab es schon Abfüllungen. Meine Zahlen waren vorher nicht korrekt. Kentucky Owl Confiscated war so etwas, was 2019 auf den Markt kam. Es gab das St. Patrick's Day Abfüllung, wo die Fässer da zu Louise, zu JJ Corey hingingen. Die haben damals 2019 tatsächlich auch dann dort eine Ankündigung gemacht, dass sie 150 Millionen Dollar da einsetzen wollen für einen Kentucky Owl Bourbon Vergnügungspark. Es sollte mit Pyramiden sein und ach,
Stoli hat seitdem deren Namen geändert, weil das klingt russisch und hat russische Wurzeln. Seit der Invasion der Russen in der Ukraine wurde einfach ein anderer Name jetzt hier gegeben. Manche Dinge sind hier ein kleines bisschen auf den nach hinten auf den auf Vertagungslisten gerutscht worden. Was haben wir hier? Wir haben tatsächlich ein 4 Jahre alte Wheat and High Rye Bourbons, also ein Bourbon mit Weizen drin und ein Bourbon mit sehr viel Weizen und dann dieses 5,5 und 8,5 Jahre Kentucky Straight Bourbons da drin. Welcher Anteil wovon ist, werden wir nie wissen. Ich muss schon sagen, hier ist das bombastisch toll zu wissen, dass dann Bardstown Bourbon Company diese Information so gibt. Ich habe bisher einen etwas größeren Bogen um Kentucky Ale gemacht, weil aus meiner Sicht der Preis-Leistung nicht stimmen kann. Weder mit der Confiscated noch mit anderen Abfüllungen. Allerdings hier, The Wiseman hat mich schon, ja, auf jeden Fall neugierig gemacht und ich freue mich, das jetzt hier verkosten zu dürfen. So, wer mich kennt, weiß, dass ich als erstes einfach mal Vergleiche anstellen möchte. Und womit möchte ich es vergleichen? Ich habe einmal ein Eagle Rare. Ist das fair? Naja. Und ich habe einmal ein Michter's Bourbon. Warum habe ich die beiden genommen? Weil wir hier 54,4 haben. Hier haben wir, 45,4. Hier haben wir 45,0 und hier haben wir tatsächlich 45,7. So, von daher fand ich das einfach mal halbwegs angemessen. Und wir sind hier bei dem Bourbon bei 50 Euro Pi mal Daumen. Und bei den bei den Eagle Rare sind wir immer noch beim Preis von, also liebe Leute, immer noch unter 40 Euro. Ich mache es gar nicht aussprechen. Jedes Mal, wenn ich ausspreche, weiß ich, irgendjemand hört zu und irgendwann wird der Preis nach oben gehen, ja? Also, Eagle Rare, Michter's, Wiseman. Wiseman 60, Michter's 50, Eagle Rare 40. So, von daher wissen wir ungefähr, was wir haben hier. Ist das Geld überhaupt wert? Süß. Schön. Leichte Tannennadel-Moment. Pecan-Nuss wirkt allerdings ein bisschen grün. Das Wort benutze ich hier bewusst. Michter's. Im Grunde Brown-Forman Juice noch. So, zumindest was meine Flasche hier steht. Bottled by Michter's. Viel mehr Holzwürze, viel mehr. Schöne Nase, tolle Nase. Im Vergleich damit stinkt der Wiseman ab. Also, Michter's genial. Braunzucker und Tabak und Pecan und hier ein bisschen Holzmomente. Hier. Oh. Eagle Rare ist weniger süß, mehr holzige, würzige Momente. Ich erkenne, glaube ich, erkennen zu können, Alter. 10 Jahre alt, 4 mindestens, eine Mischung von 4, 5,5 und 8,5. Also 4. Gut, dann probieren wir mein Kalibrierungswhisky, Control-Whisky war hier ein Eagle Rare. 60 Euro Whisky. Wow. Also jung, grün, Tannenharz. Ein bisschen Klebstoff, nicht in der Nase, aber im Mund. Also sehr alkoholische Aceton-Moment, sehr eine spürbare Moment davon. Du,
Also Wiseman und ich, wir werden hier keine guten Freunde werden. Zumindest nicht für den Preis von 60 Euro. Was man stattdessen kaufen sollte, wäre ein Michters. Nichts Grünes, nichts Tannenmäßiges. Eine sehr, sehr schöne, runde, holzwürzige Tabakblätter, pekannüssige, leichte braunzuckermomentige Erfahrung. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Ein bisschen orange Zeste dazu. Schön. So, dann machen wir einfach mal uns ganz kurz an den Eagle Rare. Der günstigsten von allen hier, die auf dem Tisch sind. Und wahrscheinlich aus meiner Sicht der leckersten. Was wirklich auffällt, das erste ist weniger der Geschmack, ist vielmehr dieses Mundgefühl. Der ist wesentlich öliger. Man merkt bei der Michters und auch bei der Wiseman, wie wässrig die verglichen damit sind. Das ist Mundfühlen, das ist Raum einnehmen, das ist prägend. Wow. Wenige Süße, wie ich sagte, aber eine sehr ausbalancierte Moment. Mit dem Holz dabei, mit dieses, mit dem wunderschönen, kräuterigen Moment. Wow, sehr, 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 sehr gut. Also, bravo, bravo, bravo. So, die Tasting Notes hier von Breaking Bourbon an der Wiseman. Bourbon wäre Karamell, Gras, geröstete Peanuts, Roggenwürze, leichte Curry. Was macht Curry in mein Bourbon? An der Geschmack sollte es Toffee-Karamell getreidig sein, ein kleines bisschen Himbeer und getrocknete Eiche. Und hinten raus ist hier dieses Roggenwürze, ledrig, also Leder habe ich hier gar nicht. Eine anhaltende, leichte Trockenheit und ein Prise Ethanol. Ich habe Aceton gehabt statt Ethanol. Also. Ich glaube, Dixon Deedman hätte sich geschämt, diese Wiseman abzufüllen. Krasse, harte Worte. Aber ich glaube, unter seiner Regierung, unter seiner Leiterschaft, unter seine Blending-Fähigkeiten wäre diese Whisky nie auf den Markt gekommen. Aber wer hätte auch keinen Whisky für 55 bis 60 Euro? Wir hätten Whiskys immer noch für 120 bis 200 Euro. Und da ist die Frage, was will ich? Will ich Qualität? Dann muss ich oft einen Preis zahlen. Nein, nein. Hier haben wir Qualität und einen guten Preis. Oder ich muss einfach mal erstmal, wenn ich keine eigene Brennerei habe und abhängig bin von anderen Fässern, von anderen Brennereien, die auf dem Markt sind, muss ich vielleicht meine Erwartungsschrauben, meine Erwartungshaltung runterschrauben. Aber wenn man direkt von der jeweiligen Marken kauft, der eigene Brennereien hat, Buffalo Trace, Michters hat deren eigene Brennereien, sollte jetzt hier langsamer besichert, da auf der Flasche stehen, distilled by and bottled by Michters, denn dort in Kentucky haben wir was Nettes, Leckeres, Tolles. Also Platz 1, Platz 2, Platz 3. Dieser Whisky ist für mich ein 3-, Preis-Leistung sind 4. Ich kann leider ein Kentucky Owl, The Wiseman Straight Bourbon Whiskey nicht empfehlen. Allerdings, es gibt ein zweites Video, werde ich gleich aufnehmen, kommt am Tag danach, von den Kentucky Owl, The Wiseman Straight Rye. Und das interessiert mich sehr. Das hat gute Bewertungen online bekommen, das hier weniger gute. So, meine Frage des Tages, habe ich lange noch nicht gefragt, am Preis. Du kaufst dein neues Bourbon. Ein Bourbon mit 50 bis 40% Umdrehungen.
In welche Preiskategorie bist du? Also, ich nenne einfach mal 10 Euro plus minus 5, 20 Euro plus minus 5, 30 Euro plus minus 5, 40 Euro plus minus 5, 50 Euro plus minus 5, 60 Euro plus minus 5, 70 Euro plus minus 5, 80 Euro plus minus 5. Also, ich könnte auch 90 Euro plus minus 5, aber da solltest du keinen Bourbon kaufen für den Preis für diese Sache. Ja, also, ich bin irgendwo bei 30 bis 40 Euro, das, was ich gewohnt bin, auszugeben, bis hin zu 50. Und dann tut sich mein Gehirn weh, wenn ich mehr Geld für so eine Produkte ausgebe. Wenn es natürlich etwas älter ist, wenn es natürlich etwas mit mehr Fassstärke, dann kann ich lockeres Geld gerne locker machen. Aber wenn ich noch solche tolle Produkte wie ein Four Roses Single Barrel, wenn ich ein Eagle Rare 10, wenn ich ein Woodford Reserve Double Oak bekomme, in diese Preisklasse, wozu in aller Welt bin ich denn dabei, Sachen zu kaufen, die minderwertige sind und mehr kosten? So, welche Preisklasse bist du? Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, vielleicht Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Unten gibt es die Möglichkeit in den Link dazu. Dort teile ich immer wieder Flaschen und da werde ich einfach euch immer wieder informieren, wenn es irgendwelche Tastings gibt. Alles Gute euch, bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.